Jetzt müssen wir nur den Tonmeister noch bitten, dass er das auch richtig anmacht. Bitte, bitte, Tonmeister, das Geld für die Ufer anmachen. Hallo? Das heißt für mich eigentlich auch Familie, weil für uns ist es ein Familiensport.
Und ich habe sehr, sehr viele Freunde im Kreis. Und deswegen möchte ich natürlich auch dabei bleiben. Und ich möchte den Kindern, vor allem, wenn es die Berliner oder Berliner wie Sport, mein Bestes dafür geben, dass sie die gleichen Chancen bekommen, die ich hatte. Und ich glaube, das sind Sie in richtig guten Händen bei dir, Martin. Und du hast ja auch also ne? Auch eine große Aufgabe als Babysitter. Und wir haben uns überlegt, im Nachwuchsbereich brauchen auch wir Moderatoren ja immer noch mal jemanden. Ne? Also ich kann es nicht versprechen, ob ich das. Ich würde natürlich gerne nächstes Jahr hier wieder sein, aber kann ja auch sein, dass ich noch was anderes zu tun habe. Und da haben wir uns gedacht, wir versuchen das mal mit dem Martin. Ja? Also, dass der Martin vielleicht nächstes Jahr hier steht und dann einfach hier die Moderation macht. Du hast dich ein bisschen vorbereitet. Ich habe einen kleinen Spickzettel, falls ich es nicht auswendig weiß. Guck mal, die hier kommt alles als nächstes. Ich habe eine Regel, ist immer ganz wichtig für Moderatoren. Nie das Mikrofon aus der Hand nehmen. Ja? Also immer, weil dann das ist die Macht. Das ist so wie hier zu Hause, wer die Fernbedienung hat. Weil wenn du es einmal abgibst, das ist immer ganz schwer, es wieder zu bekommen. Also erste Regel, nie das Mikrofon aus der Hand nehmen. Und zweitens, wenn irgendwas schief geht, immer lächeln. So, hier ist dein Text. Nein, das ist das nächstes Jahr. Und hier ist dein Mikrofon. Also als nächstes sehen wir Albert, Artem und Robert aus der 5. Klasse, die nämlich die 3. und 4. Klasse zu einer Party einladen. Und diese Party heißt Pyjama Party. Gleich im Anschluss sehen wir Annika Hocke. Sie war im letzten Jahr deutsche Nachwuchsmeisterin und ist dieses Jahr in die Juniorenklasse gekommen. Und für die Juniorenklasse wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg, weil das ist natürlich schon ein großer Schritt, in das Juniorenalter zu kommen. Und wiederum danach sehen wir das Team Berlin 1.